Ja, und damit verabschieden wir uns heute im zweiten Teil unserer Reisedoku Skandinavien via Baltikum 2022 von der frischen Näherung. Es ging ja am Ende des ersten Teiles, den Link findet ihr in der Videobeschreibung, weiter ostwärts via Trans-Euro-Trail zur Wolfschanze, dem ehemaligen Führerhauptquartier, wo es 1944 ja zum Attentat auf Adolf Hitler gekommen war. Heute wird es im Jahr 2022 aufgrund des Russlandkrieges in der Ukraine deutlich aktueller. Gerade in den ersten Kriegswochen Ende Mai herrschte große Ungewissheit, wie weit Putin seine ehemaligen Gebiete im Baltikum angreifen würde, um dadurch seine Enklave Kaliningrad zu stärken. Wir müssen heute durch die nur 65 Kilometer breite Suwalki-Lücke der Grenze zwischen Polen und Litauen. Treffe ich auf NATO-Truppen oder sogar russische Einheiten? Viel Freude jetzt im Teil 2 hinein ins Baltikum. Aus Polen, Ankunft an der Suwalki-Lücke, dem Grenzabschnitt zu Litauen, der einzigen NATO-Landverbindung ins Baltikum. Es gibt nur offiziell zwei Grenzübergänge und wer meine Videos kennt, wähle ich gerne die grüne Grenze, also die kleinsten Wald- und Wiesenübergänge, hier noch entlang der Grenze auf polnischem Gebiet. Mit den gelb-grün-roten Grenzposten der Farben Litauens geht es jetzt links ab über die Grenze. Und ich stelle erstaunlich fest, keine Kontrollen oder NATO-Truppen. Lediglich zwei Rehe queren mir den Weg am Grenzverlauf jetzt auf litauischer Seite. Also Obacht! Weiter geht es dann Kurs Nord bis Kaunas, wo ich nach 433 Tageskilometer auf dem Campingplatz direkt am Trans-Euro-Trail eine günstige Holzhütte miete, um mir zur späten Stunde das Zeltaufbauen erspare. Denn hier kommen wir in eine andere Zeitzone, plus eine Stunde gegenüber der europäischen Sommerzeit. Tagebuch schreiben und herzliche Begegnungen zweier junger Abenteurer, die heute in Litauen Kurs Rumänien und Montenegro gestartet sind. Und beim Pizzaessen direkt an der Memel, da war doch was in unserer deutschen Nationalhymne, bin ich wieder nicht alleine zum Tagesausklang. Gute Nacht und bis morgen zum Tag 5. Ja, heute zum fünften Tag meiner Skandinavienreise 22 schaue ich 6 Monate später mal in das Tagebuch. 437 Kilometer durch die beiden baltischen Länder Litauen und Lettland hinein am Abend nach Estland, wo ich um 19 Uhr, 9 Uhr Abfahrt in Kaunas, direkt auf dem TET Abschnitt 2, die Fähre außer Betrieb. 1,5 Stunden spektakulärer Waldstrecken. Ging es dann Kurs Nord Richtung Riga, der Hauptstadt Lettlands. Zuvor natürlich über die grüne Grenze, aber schaut selbst.
Ja, was soll ich sagen? Wald, Wald, Wald. Sand- und Lehmboden, frisch abgezogen nach dem Regengebiet der Vortage. Obwohl es keinen Gegenverkehr gab, muss man dennoch höllisch aufpassen mit der Geschwindigkeit. Dann mal wieder Leben auf der Straße nach Norden zur Grenze, zu Lettland. Aber nicht lange, denn ich bevorzuge ja das Grüne. Ja, willkommen in Lettland. Goodbye Litauen. Schön war euer TED-Abschnitt. Und die beiden Länder teilen sich den Grenzpfosten. Auf der einen Seite gelb, grün, rot und auf der anderen Seite rot, weiß, rot für Lettland. Mal ein Sticker wert und eine neue Länderflagge. Weiter ostwärts um Riga vorbei, Kurs Estland. Zuvor noch einkaufen für den Biwakabend an der Ostsee. Und es wird noch schweißtreibend für mich. Aber seht selbst. Ja, und 2019, bei meiner ersten Ostseeumrundung, bin ich hier im wahrsten Sinne noch vorbeigerauscht. Heute stoppe ich bewusst und staune über die zahlreichen, gar hunderten von Biwakplätzen inklusive Feuerstellen direkt an der Ostsee. Aber ich hätte nicht ans Wasser fahren wollen. Der tiefe Sand stoppte mich und 20 Minuten später war ich erst befreit und bedient. Der Arm und der Platz entschädigte aber meine Dummheit. Viel Freude bei der zweiten Tageshälfte nach 437 Tageskilometer durch das Baltikum. Auswahl an Biwakplätzen ist hier so groß, da fällt einem die Wahl recht schwer.
Mikado mal anders. Willkommen in Estland. Ja, und heute am Ende des fünften Tages war es doch erst meine erste Zeltnacht. Feuer, Essen, Tagebuch. Und hätte ich hier, nur eine halbe Tagesetappe von Finnland entfernt, gedacht, dass ich weitere 4 Tage in Estland verbleibe. Schaut selbst im Teil 3 meiner Reisedoku Skandinavien via Baltikum 2022 in einem Estland-Spezial. Vielen Dank fürs Mitfahren, alles Gute. Und dann bis demnächst im weiteren Teil Estland Spezial und der Insel Hiiumaa.